Ich möchte jetzt gerne doch noch wissen, für wen Sie vor Sie denn arbeitet. Na gut, ist ja für eine gute Sache. Juhu! Also, Cosplayers United for Charity setzt sich ein für verschiedenste Organisationen. Das ist ja klar. Aber für was genau? Tja, je nach Messe und Region werden immer verschiedene Organisationen unterstützt. CU4C versucht beispielsweise an einer Hundemesse etwas mit Tieren zu unterstützen. Vielleicht gibt es je nach Event eine regionale Organisation, die man unterstützen sollte. Aber wenn man so viel unterstützt, bleibt ja für alle verschiedenen Organisationen gar nicht so viel übrig. Es wird pro Event immer nur eine Organisation unterstützt. Du wirst es auch am Stand selbst sofort sehen, welche Organisation denn unterstützt wird. Aber man kennt das ja, es kommen nie alle Spenden da an, wo sie eigentlich gebraucht werden. Ist bei CU4C bestimmt auch so. CU4C versucht natürlich nur seriöse Organisationen zu unterstützen. Aber all die Cosplayer kosten bestimmt viel. Schlussendlich wird bestimmt nicht viel gespendet. Grundsätzlich engagieren sich alle Beteiligten ehrenamtlich. Aber CU4C wird 30% der Spendengelder für Vereinszwecke verwenden. Aber wenn die ehrenamtlich arbeiten, wozu brauchen die denn Geld? Die Menschenwelt ist die Menschenwelt. Selbst wenn man ehrenamtlich für einen wohltätigen Zweck arbeitet, fallen viele Kosten an. Webhosting, Versicherungen, Printmedien und viele Sachen mehr kosten selbst für eine Organisation wie CU4C eine Stange Geld. Ja, das macht Sinn. Aber da verdient doch trotzdem meistens jemand. Nein, alle arbeiten ehrenamtlich. Das klingt ja super. Das will ich auch unterstützen. Aber ich habe noch gar kein Kostüm. Keine Sorge, ich erkläre dir das in einer anderen Folge. Kunstruß, Fladigmus.